herzlich willkommen. Die liebe Leica hat mal wieder Geld ausgegeben. Zusammen mit Mama Leica. Und haben ein paar Pakete verschickt. Ich bin eine der wenigen Glücklichen, hoffe ich. Ich hoffe, da ist nichts Böses drin. Oder, naja, bei Leica weiß man das ja nie. So, wir machen mal auf. Ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Das ganze Paket passt gerade nicht unter meiner Kamera. Aber ich brauche beide Hände. So. Tuch. Na. So. Damit wir nicht spoilern. Erstmal wieder zur Seite. Und wir gucken mal. Also, Leica meinte, irgendwo müsste eine Karte drin sein. Also ganz oben finde ich keine. Okay. Warte, das zeige ich noch nicht. Leica, ich finde keine Karte. Du hast gesagt, ich soll die Karte als erstes lesen. Aber entweder ich finde die gerade wirklich nicht oder Leica hat sie vergessen. Doch wenn ich oh Gott, die ist ja ganz unten. Okay, ja toll, sie ist ganz unten hingepackt, aber hat hingeschrieben erst lesen. Ja, so habe ich schon die Hälfte des Paketes gesehen. Aber okay. So. So, schauen wir mal. Fröhliche Weihnachten. Oh. Nein, das lese ich vor. Ich lese vor. Liebe Lieke, Ding Dong, Ding Dong. Das Überraschungs-Adventszeits-Überbrückungspaket ist da. Mann, die Frau hat Einfälle. Viel Spaß damit. Wünschen Leica und Mama Leica. Kann ich doch zeigen. Ich wollte erstmal gucken. So. Und was noch dabei ist, eine Autogrammkarte von Leica und Mama Leica. Süß. Kommt direkt neben Kedo. Ich glaube, mein Schrank wird irgendwann voll mit Autogrammkarten sein. Okay. Also das Ding, das ist schon mal total süß. Die haben mir ein Hexenhaus geschickt zum selber bauen. Also ich wollte zwar eins backen, aber hey, dann fällt ein bisschen Arbeit weg für mich. Also echt eine schöne Idee. Freue ich mich auf jeden Fall. So, dann haben wir Spekulatius. Ich nehme mal an die holländische Art, weil es so komisch klingt. Als nächstes. Oh, meine Kamera spinnt. Schokoladensticks. Ich habe das Gefühl, Leica kauft nur in Holland ein. Dann einmal ein Marzipanhappen. Ja. Also ich mag Marzipan, aber heißt das, das ist Vollmarzipan? Okay. Dann gleich in dreifacher Ausführung. Energy Drinks. Ich glaube, von denen hat sie mir mal erzählt. Ich bin mir aber nicht sicher. Drachenfrucht.
Also ich glaube, Drachenfrucht wird mir schmecken. Ich liebe Drachenfrucht. Keine Ahnung wieso, aber ich liebe das Zeug. Dann natürlich, wie in jedem Paket, ein schöner Schutzengel, mit dem Leica weiterhin Kunde unterstützt, die Hilfe brauchen. Also besser gesagt, Hunde, die im Rollstuhl sitzen. Und mit jedem Kauf von so einem Schutzengel unterstützt sie die Leute da. Dann habe ich neulich etwas gesagt, was sich Mama Leica gemerkt hat. Und zwar hat sie mir Toffees geschickt. Sahne-Mumus. Das hört sich falsch an, aber es heißt Sahne-Mumus. Und ich kann es später benutzen für mein Kleingeld, auch wenn ich nicht so viel Kleingeld habe, aber findet sich bestimmt. Ja, hier ist auch eine Tüte drin mit Süßigkeiten, wo leider schon etwas rausguckt. Ist rausgefallen. Aber ich glaube, das haben sie selber zusammengestellt. Ganz viele verschiedene Süßigkeiten. Oder ja, die Tüte ist einfach nur kaputt. Naschereien zur Weihnachtszeit. Huch. So, was haben wir noch? Einen Hanuta-Riegel. Habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Ich kaufe so selten Süßigkeiten. Könnte man sich bei mir nicht vorstellen, aber ja, ich. Nee. Oh, wie süß! Ich habe einen Lebkuchen bekommen. Ist da nicht süß, der Schneemann? Da will man den auch gar nicht essen. Ganz ehrlich, der wird ewig bei mir, glaube ich, hängen. So, wo ich das letzte hier noch öffne. Okay, da ist nichts mehr drin. Packen wir mal weg. Das letzte ist sogar eingepackt. Das machen wir jetzt auf. Mal schauen, was uns da erwartet. Meine Kamera spinnt. Okay, interessant. Wieso auch immer. Aber man kann es noch recht gut erkennen. Oh. Ein Kalender, beziehungsweise heißen die Organizer für 2020. Das ist schön. Hey, man sieht meine LED-Leiste. Ja, toll. Super. Also, da meine Kamera jetzt spinnt, ich glaube, mein Handy ist kurz vorm Ausgehen. Vielen lieben Dank an Mama Leica und ein ganz liebes Dank auch an Leica. Hättet ihr nicht machen müssen, vor allem, das ist viel zu viel. Aber vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und ich hoffe allen, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. Und wir hören uns bald wieder. Tschüss.